Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir haben heute dabei die liebe saftiges Gnu, was geht? Hallöchen. Und den lieben Lenny, was geht? Lenny und ich haben gerade schon mit Gnu ein paar Runden gespielt, um miteinander kennenzulernen, Leute. Denn wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden gemeinsam hingehen und ein paar Zuschauer von Gnu verarschen. Denn Gnu wird gleich live gehen und ein bisschen Abo-Zocken machen. Ich nehme das Ganze mit auf und Lenny wird hingehen und aufs Übelste mit Gnu flirten. Also wirklich, Lenny, du kannst komplette Register ziehen. Lenny ist nämlich ein langjähriger Zuschauer von Saftiges Gnu, meine Freunde. Und Gnu hatte die glorreiche Idee, dass Gnu quasi von Lenny ein bisschen angemacht wird. Und dann schauen wir einfach mal, wie die ganzen anderen Zuschauer darauf reagieren. Wir lösen es natürlich am Ende noch auf, nicht, dass irgendwer denkt, dass Gnu darauf steht. Ich würde sagen, Lenny, komm mal ran hier. Also, Lenny, schau mal hier. Du hast hier die lachmeister.de lustige -SMS-Sprüche anmach. Ja? Damit kannst du komplett Gnu durchgehend anmachen. Wir spielen ein bisschen Abo-Zocken so auf den und schauen einfach mal, wie Gnus Zuschauer darauf reagieren. Wie alt bist du, Lenny? Du bist 14, glaube ich. 14, ja. Wenn ein 14-Jähriger sich eine 28-Jährige klärt. Ich bin gespannt. 29 sogar Gnu. Ja, Heidewitzka. Ja, Heiland, sag du. Mach die Lobby auf und dann können wir mal direkt loslegen, oder? Hallo, Timo. Hallo. Hallo. Na, alles gut? Sollen wir einen kleinen Win holen? Ey. Ja, bitte. Ach, süß. Ja, dann machen wir das doch, oder? Wie alt bist du, Timo? 12. Oh, das ist natürlich cool. Ich war auch mal 12. Da haben wir einiges gemeinsam. Oh, Galaxy Skin Flex. Wo springst du am liebsten raus? Ah, Lenny, flirte, was das Zeug hält. Er hört uns gerade nicht. Geh direkt in die Vollen, okay? Du heißt Timo, oder? Eigentlich heiße ich Jeff. Jeff, alles klar. Mein Name ist Jeff. Ja, gut. Lenny ist mit dabei. Das ist ein Kerl, den Gnu irgendwie angeschleppt hat. Keine Ahnung. Der ist auch relativ jung. Und ich würde sagen, wir gehen gemeinsam Retail raus, oder? Retail raus. Ja, oder wo wir mal ein bisschen spielen können, wo es ruhiger ist. Okay. Nein. Okay, danke. Mama? Oh nein, ja? Nimmst du gerade auf? Nein, aber ich. Oh, war das krass. Darf ich dich mit aufnehmen, Timo? Ja. Danke. Oh, wie süß. Darf ich dann am Ende meine Freunde küssen? Auf aber jeden nein, Fall. Süß. Das hat mich Mama genommen. Oh. Wie soll ich sagen, Redest du mit mir? Egal. Ich bin direkt down, ich habe keine Waffe bekommen. Nein, Revi! Oh, Wemibi Bori XD, du bist eine... Guter Spieler bist du eher, auf jeden Fall. Ihr seid ja auch komplett woanders alle gelandet. Also. Ja, aber du verlangst immer von uns, dass wir mit dir landen, nur weil du immer irgendwie so eine Expedition woanders hin machst. Das stimmt leider, ja. Nein, Mama. Also. Ja, ich bin tot. Jeder hat eine Schwäche und du bist meine. Bitte was? Hey Lenny, was hast du gerade zu Gnu gesagt? Er hat gesagt, jeder hat eine Schwäche und Gnu ist seine. Was heißt das, Team oder Chef? Das hat Lenny gesagt. Ja, aber was bedeutet das? Was meint er denn damit? Weiß ich nicht. Ich bin erst in der sechsten Klasse. Oh, das ist so süß! Ich sterbe, Leute, ich sterbe. Kann mit dieser Cuteness nicht umgehen. Oh, diese springt in die Luft. Ja, er hat ihn geholt. Finish ihn. Finish ihn. Finish ihn. Ja, mach ihn tot. Los. Nein, nicht weinen. Bring ihn um. Bring ihn um. Sehr gut. Ja, Mensch. Dann spielen wir vielleicht noch eine Runde, ne? Ich hab mal bei dir in einem Twitch-Livestream, habe ich bei dir mal 1000 V-Bucks gewonnen. Dann konntest du mit dem Battle Pass kaufen. Oh, süß. Oh, nein. Okay, Gnu. Mach dich einfach bereit. Ja, also es tut mir leid, das ist so total Cuteness. Findet ihr das nicht süß? Doch, ich finde das schon süß. Gell? Süß. Das ist süß. Süß. Freunde, Samstag, 27.10. 18 Uhr. Promo Peter sagt, schaltet den Revi 12-Stunden-Stream ein. Der wird nicht nur geil, sondern auch super. Samstag, 27. ab 18 Uhr, 12-Stunden-Stream auf Twitch. Kommt vorbei. So, zurück ins Spielgeschehen. Sorry, dass ich jetzt so sag, aber das ist schon geil. Lenny, was hast du gerade zu Gnu gesagt? Du bist voll eklig. Warum? Geht, Jeff, das geht gar nicht. Jeff, ganz ehrlich, was machen wir mit solchen Leuten? Keine Ahnung. Aber sowas wollen wir hier nicht hören, oder? Ja, aber trotzdem ist er ein Abonnent. Und alle werden gleich behandelt, oder? Ja. Genau. Oh. Auf geht's nach Lazy Links. Aber also, Lenny, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, halt dich mal hier ein bisschen zurück, okay? Jeff, darf ich dir was sagen? Ja. Du bist der freundlichste und am besten erzogenste 12-jährige Junge, den ich jemals kennenlernen durfte. Ja, Hammer, gell? Respektvoll. Hat jemand noch eine Waffe für mich? Oh, danke dir. Leute? Hinter dir! Ich hab direkt einen Headshot bekommen. Ich, hier draußen, ich werd gleich getötet. Hallo, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hallo, Hilfe, Hilfe, ich. Bring ihn um, Gnu! Ja, der Versuch war ja ganz gut. Ich wollte gerade anvisieren. Okay, Lenny, vielleicht
gehen wir nur auf Anmachsprüche. Ich glaube, das ist zu viel für die Jungen. Also. Ja, ja. Steph, du musst deinen Eltern echt sagen, dass sie eine super Arbeit geleistet haben und du sehr gut erzogen bist. Du bist der am besten erzogenste Junge, den ich jemals kennenlernen durfte. Ich wünsche, ich hätte auch so eine gute Erziehung. Oder Lenny, du vielleicht. Ich habe zu viel. Hey Lenny? Ja? Willst du einen großen Schildtrank? Oh, guck mal. Er ist ja, ich habe einen großen. Ja, okay. Aber dann bist du nicht mehr so eklig. Kann ich nicht versprechen. Dann nicht, dann gebe ich den genug. Oder oh, süß. Oh, Lenny. Komm, gib dir doch einfach mal Mühe. Das ist so süß. Guck mal, hat er extra eingefarben, damit du den nicht kriegst. Der will nichts mit dir zu tun haben, Lenny. Hier, Revi. Ach, danke dir, aber Jeff, nimm du den doch. Nee, ich kann noch ohne spielen. Okay, Ehrenmann, danke dir. Das nicht. Das ist so unendlich goldig, süß. Oh. Aber dafür kriegst du den, Lenny. Okay. Hör auch auf, so eklig zu sein, okay? Das kann ich dir jetzt nicht mehr glauben, wo du... Alter, ey, ganz ehrlich, Jeff, du bist wirklich, ich glaube, du musst Anwalt werden. Jeff, du musst wirklich, aus dir wird mal was richtig Großes, das sage ich dir. Mein Papa hat gerade angerufen. Ich komme gleich wieder, ich rufe schnell meinen Papi an, damit er sich keine Sorgen macht. Und frag ihn, ob ich dich adoptieren kann, bitte. Nur hör auf. Leute, ich glaube, wir ändern das Ganze ein wenig hier ab und spielen es einfach mit ihnen zusammen. Weil das ist mit Abstand das netteste und wohlerzogenste Kind, was ich jemals gesehen habe. Und ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich ihm jetzt... Lenny, also wirklich, ne? Also Mensch, Lenny! Der arme Lenny, Alter, also... Oh. Ja. Ich heul gleich. Als er das gesagt hat, oh, da habe ich richtigen Herzschmerz. Also, Sam, wir können ihm das eigentlich nicht antun. Ich bin eigentlich auch so. Ja, Lenny, jetzt hör mal auf hier. Tu mal nicht so jetzt hier, Lenny, ja? Wir müssen halt gucken, weil nicht, wenn Jeff gleich drauf geht, ne? Baby? Ja? Schneidet das eigentlich Thomas? Ja. Grüße geh raus. So, Thomas-Fan. Nimm die Hand aus. Nein, ich finde den voll korrekt. So. Ich nicht. Thomas. Doch. Ich glaube, ich schaue sogar mehr Videos von ihm als von dir. Hier raus. Gut, Lenny, wir holen dir den Win, oder? Ja. Ich glaube, der arme kleine Chef wird das nicht überleben. Aber der bewegt sich ja nicht mal. Lenny, ich bin gleich down. Komme. Da ich eine gute Mutter bin, sterbe ich jetzt mit ihm zusammen. Ich glaube, das ist keine verantwortungsvolle Mutter, sondern einfach nur Lebensmüde. Ich glaube, der fliegt hier vorne bei der Insel. Der hat wieder den nächsten Rift genommen. Kommen wir dem nächsten Rift auch. Wir fliegen bis hinterher. Wir nerven den jetzt. Mami, nein. Was machst du? Ich habe extra auf dich gewartet. Komm, wir müssen zusammen gehen. Von hinten? Unten. Keine Frage. Ich hab mich für ihn geopfert. Jeff, wir müssen dir was gestehen. Wir wollten dich ein bisschen veräppeln. Der Lenny ist eigentlich gar nicht so gemein und eklig, wie du gedacht hast. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen veräppeln. Warum? Ach, einfach nur so. Das war einfach nur eine lustige Idee. Aber der Lenny ist eigentlich ein super, super netter Typ. Und jetzt holen wir dir einen Win, okay? Okay. Lenny, wenn du ein treuer Abonnent bist, wann hat Gnu ihr letztes Video hochgeladen und wie viele Aufrufe hat es? Warte, ich google. Soll ich dir sagen? Mhm. War die Roomtour und das war gestern, hat sie es hochgeladen. Und es hat 50.000 Aufrufe. Nein. Es hat 52.911 Aufrufe. Also Lenny, ne? Also Lenny, da musst du schon die genaue Zahl sagen. Also das geht gar nicht. Aber der Lenny ist schon ein sehr treuer Zuschauer, Jeff. Das kannst du ihm glauben. Ja, ich glaube ihm auch. Ich habe ein schweres Scharfschützengewehr. Oh, kannst du damit gut umgehen? Nee, ich wollte es dir geben. Oh Mann, Alter, du bist... Oh mein Gott. Jeff, du bist wirklich der liebste Zuschauer, den ich jemals treffen durfte, ehrlich. Ja. Wirklich? Ja, ehrlich, du bist super, super gut erzogen. Du bist richtig, richtig nett. Weil ich habe immer deine Videos geschaut und ich habe gesehen, dass du immer gut snackst. Mann, das ist so richtig analysiert. Ja, wenn du den nicht brauchst, dann nehme ich die gerne, aber du kannst sie auch gerne behalten oder wem anders geben. Das ist mir egal. Guck mal, ich habe auch was für dich, Chef. Hat jemand was zu heilen? Ich hab einen. Der ist hinter dem Baum bei NW. Einen großen Schild habe ich für dich. Der ist jetzt hier den Berg runter bei N, der Typ. Ich sehe ihn. Ja, den müssen wir jetzt jagen, komm, den jagen wir. Ja. Da, ich sehe ihn, der hüpft weg. Der versteckt sich hier irgendwo, der Kerl. Revi, meine Kiste. Yes. Nein, Bro. Nimm dir mal einen Schildtrank. Revi, hast du mich gerade gefriendzoned? Weil ich Bro zu dir gesagt habe. Ja. Okay, Lenny, also jetzt entspann dich. Hat jemand von euch denn noch Sniper-Munition zufällig übrig? Ich habe eine Kiste für dich. Ah, nein, die machst du schon auf. Das ist deine. Nein, da steht Revi drauf. Nein. Ich kann das nicht annehmen. Mach du die bitte auf. No, Iri. Warte. Ja. Sniper. Lenny! Das ist mein... Lenny! Gib die Heavy Pump! Lenny! Komm schon, Lenny, gib mir bitte die Heavy Pump. Lenny, bitte. So kann man auch eine Runde gewinnen, indem man keinen Gegner die ganze Zeit sieht. Aber so kriegen wir das hin. So, Lenny! Ja? Hast du eine gute AR?
Ja, eine grüne. Hast du eine gute Pump? Eine blaue. Ich kann dir eine geben. Hast du eine gute Sniper? Keine. Hier. Alter! Oh, ich sterbe. Jeff, du bist der beste und netteste Spieler der Welt, weißt du das? Nein, behalte und die. Nein, Jeff, komm her. Okay, ihr müsst mal kommen wegen der Zone. Hier vorne sind ein paar Spieler, sollen wir die angreifen? Jeff, was sagst du? Wenn du bei uns bleiben würdest, dann ja. Ja, ich bleib ja hier noch schon ein bisschen, ne, so hier. Oh. Ich glaub nicht, weil wir haben einen ganz, ganz, ganz guten Baufight gehabt. Du, wir können mit Jeff echt an den Sieg kommen, der analysiert super. Und dann noch einen starken Lenny in der Hinterhand, ein Revi, der immer nur lootet und einem Loser wie mir, das kann doch gut werden. Bei N hinten? Bei N, ja. Ich geh dir dann pushen. Nein, nicht alleine, mach keinen Blödsinn. Ihr seid ja gar nicht bei mir. Nein, komm zu uns, denn wir brauchen dich. Ich bin hier gerade mit dem. Helft mal! Ja, warte, ich komm. Ich werde von überall gelasert hier. Ey, er will mich töten! Das ist ein Blitzer. Mami, du musst mir. Ja, ich komm. Nein. Ey, sie gehen mir nicht auf. Oder? Nein! Oder doch, sie gehen. Jetzt gleich. Direkt! Ja! Lenny, wo bist du gestorben? In Retail. Da bei den Supermärkten. Das ist eine ganz große Hilfe. Oh, Lenny? Der Burn? Lenny, ich glaube, das wird sich nicht mehr irgendwie gerade biegen. Es tut uns leid. Der arme Lenny, weißt du. Ah, da. Hier, oder? Vor mir bist du gestorben. Da bin ich gestorben. In dem Kästchen. Revi, komm mal schnell zu mir. Oh, ja, warte, ich snipe gerade. Ich versuche gerade jemanden zu snipen. Bei SO, es leben jetzt nur noch mit uns 9 Stück. Oh, es leben nur noch 12 Leute. Okay, wir spielen das jetzt ganz passiv, okay? Revi hat noch, hat's noch einen Drink für dich, komm mal her, ein Fullschild. Hier hat sich keine Gnu Familie versteckt, einfach weitergehen. Würdest du sagen, dass der Revi auch ein Gnu ist? Natürlich. Oh. Sonst will der Revi nicht das überhaupt spielen. Ja, stimmt. Hier vorne sind, ich habe einen genockt hier vorne. Sind beide am Leben. Nein, Raketenwerfer, nein! Alles ich bin richtig Lenny, gut im Moment, also was. Ja, Lenny, es tut mir leid. Naja, aber schau mal, Jeff, immerhin hatten wir eine Menge Spaß, oder? Ja. Sehr gut. Möchtest du jetzt gehen? Ja, ich muss jetzt leider los. Möchtest du zum Ende hin noch was sagen? Darf ich meine Freunde grüßen? Mach gerne. Ich möchte den Mohammed grüßen. Mhm. Den Ohr und die ganze Gnu-Familie. Ja, schön. Und vielen Dank fürs Video, ne? Jeff, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.